Der neue Aus dem World-Artikel ist erschienen und dort gibt es einige tolle neue Informationen, einige Änderungen, welche kommen werden. Und diese Änderungen habe ich mir dann auch auf dem Public-Test-Server einmal genau angeguckt und wir sprechen jetzt darüber. Und in diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe World-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, was wird es denn so Neues geben? Also zum einen, wir wissen ja, es kommt ein neues Event und zwar das saisonale Mottenmann Aquinoctium. Und bei diesem Event ist es halt eben so, es wird immer einmal pro Stunde getriggert in Point Pleasant. Das Event an sich ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn ich ehrlich sein darf, aber man sollte es trotzdem vielleicht mit mehreren Leuten machen. Ja, kleiner Spoiler an dieser Stelle, da man dann im Verlauf des Events auch mehrere Stationen verteidigen muss und da wird es dann alleine doch, glaube ich, ein bisschen tricky. Machbar ist es, aber unangenehm, ja. Am Ende erscheint dann natürlich auch der Mottenmann und da bekommt man dann auch für eine Stunde einen 15-prozentigen XP-Bonus oder EP-Bonus, wenn man denn so möchte. Ja, das Ganze findet, wie gesagt, statt bei Point Pleasant, beim Mottenmann-Museum an der Kirche oben auf dem Dach und so. Und ja, das ist eigentlich das Event im Großen und Ganzen. Eine Neuerung, welche ich total feier, welche ich auch richtig, richtig geil finde, ist die Tatsache, dass man jetzt Gegner leuchten lässt, wenn sie erledigt wurden. Und da ist es halt eben so, da dürft ihr euch jetzt hier in dem Video von dieser lila Wolke nicht beeinflussen lassen. Die Gegner, wenn sie tot sind, sie leuchten Gold, damit man sie besser findet. Also die Umrandung leuchtet Gold. Und wenn man jetzt rangeht und sie looten will, hat man dann eine Funktion, oder werden wir eine Funktion bekommen, die es uns erlaubt, auch gleichzeitig Gegner, welche in unmittelbarer Nähe liegen, mit zu looten, was ziemlich geil ist. Und bei diesen Gegnern sieht man jetzt halt, die leuchten halt so ein kleines bisschen. Das Leuchten, das verschwindet auch, sobald man sie gelootet hat. Bei legendären Gegnern zum Beispiel ist es so, die leuchten komplett Gold. Also die leuchten nochmal intensiver, damit man sie noch besser erkennt. Und das mit diesem in unmittelbarer Nähe zu looten, finde ich, ist eine super geile Änderung, die sie gemacht haben, denn es ist oft so bei vielen Events, sei es beim Wendigo-Koloss mit den Wendigo-Nachwüchsen oder auch bei Strahlenschlägerei, es ist ja immer so, die Gegner, die liegen dann auf einem Haufen, man kann sie nicht richtig looten und manchmal, da muss man sich was einfallen lassen, damit man Gegner richtig looten kann. Und so wird das Ganze dann behoben und das finde ich ist eine absolut geile Änderung, auch dass man halt eben in der Nähe looten kann, dass man die Gegner jetzt besser findet und nicht ewig suchen muss, das finde ich ist auch extrem klasse. Dann wird es natürlich auch so laufen, dass man legendäre Beute teilen kann und dazu schreibt Bethesda, in Zukunft werdet ihr eine legendäre Kreatur plündern dürfen, wenn ihr bei ihrer Tötung in Sichtweite gewesen seid, ja. Dank dieser Verbesserung sind also die Zeiten vorbei, in denen ihr legendäre Gegner unbedingt noch vor dem Tod treffen oder darauf warten musstet, dass andere Spieler ihre Treffer landen, bevor ihr zum finalen Schlag ansetzt. Das heißt, solange ihr im Sichtfeld seid des Gegners, werdet ihr ihn looten können, ob ihr ihn angeschossen habt oder nicht. Ist zwar eine tolle Änderung in dem Sinne für die Leute, die halt wirklich Pech hatten, aber auch wiederum schlecht, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, dass da auch wieder einige AFKler durch die Gegend rennen werden und sich einfach nur hinstellen und nichts tun. Ja, so wird das halt eben sein. Aber das Teilen von Team-EP wird auch noch mit eingefügt. Das bedeutet, dass ihr, also Bethesda schreibt dazu, geteilte Freude ist doppelte Freude und der Stufenaufstieg bei eurem Teamabenteuer gelingt bald so einfach wie nie. Jeder Gegner, der von euch oder euren Teamkameraden erledigt wird, bringt jetzt jedem Teammitglied eures Teams EP, solange er sich in Sichtweite der Kreatur bei deren Tod befunden hat. Ja, das ist auch ziemlich interessant, finde ich auch eine sehr tolle Neuerung, welche da rauskommt. Ja, eine Änderung, auf die ich jetzt, ja, nicht unbedingt gewartet habe, aber die trotzdem ganz gut ist. Und zwar im Baumenü wird es dann einen Neureiter geben, also ähnlich wie bei uns im Pip-Boy. Sobald ihr einen neuen Bauplan erlernt habt oder ein neues Rezept, in dieser Session, in dieser Spielsession wird dieser Bauplan unter neu angezeigt, damit man es schneller findet und nicht ewig suchen muss. Finde ich es ganz okay, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber finde ich gut, dass es kommt. Ja, so findet man das gleich schneller. Rezepte.
Wieso Rezepte, nicht Rezepte, Baupläne. Es geht hier um Camp-Baupläne, Entschuldigung. Gut, und natürlich eine Änderung, welche ich auch schon mal angesprochen hatte, als es um den Community-Kalender gegangen ist. Und zwar, man kann die Farben des Pip-Boys ändern. Ja, und das wird absolut toll, weil, warum? Weil ihr zwei Ansichten habt vom Pip-Boy. Ihr habt einmal den normalen Pip-Boy und dann einmal den Quick-Boy. Ja, und da ist es so, ihr könnt im Menü unter Einstellungen, Display Settings, könnt ihr variieren, welche Farben ihr wollt. Das heißt, ihr könnt einmal für den normalen Pip-Boy die Farbe wechseln und separat für den Quip-Boy die Farbe wechseln. Ja, wie ihr das halt eben möchtet. Das Ganze funktioniert dann über drei Regler. Das sind dann die RGB-Regler, wo man Farben stärker anzeigen lässt, Farben weniger anzeigen lässt. Also wer sich mit RGB-Reglern so ein bisschen auskennt, der weiß, wovon ich rede. Ja, das sind auch schon die neuesten News. Das war es eigentlich auch schon mit dem Aus dem Vault-Artikel. Kurz und knackig mal kurz euch erklärt, was da so Neues kommen wird. Bald, da lange dauert es ja nicht mehr. Und in diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot. Macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.